Heute gehe ich ins Luftschloss. Und das wird hier voll ab. Ach du Scheiße, ich habe jetzt schon Lust drauf. Ein Ding, wo man auf einer Plattform stehen muss. Ach man, die ganze Sky-Welt besteht ja eigentlich aus fast nichts anderem außer Scrollen und dem Scheiß hier, ne? Ah, fuck. Gut, da haben wir hunderte Krähen hier, die auch irgendwie sich mir in den Weg stellen, aber es ist okay, glaube ich. Oh, da kommt einer runter. Ach so. Ich dachte, der fällt, aber da ist noch so eine Plattform, damit der schön nochmal wiederkommt. Und das noch gleich ein drittes Mal wahrscheinlich, obwohl, ne, ich springe schnell drüber. So, dann haben wir die nächste Plattform. Ich glaube, die muss ich sogar erwischen. Oh ja, die muss man tatsächlich erwischen. Und man hat nicht wirklich eine gute Gelegenheit dazu, muss ich sagen. Okay, hab's gerade so geschafft. Dann muss ich die erwischen. Ach du Scheiße, okay, okay. Kein Problem, alles. Ich bin Profi. So. Oh yeah. Gehen rauf und rauf und rauf. Ah, shit. Kein Problem, ich bin ja jetzt irgendwie nochmal groß. Oh, die haben Käfige hier. Das ist cool. Kann man die bösen Jungs einsperren? Wobei, hier sind ja gerade im Schloss von den bösen Jungs. Na egal, kann man die guten Jungs einsperren. Wo es eher nach Vogelkäfig aussieht. Ich meine, was soll da groß reinpassen? Darf ich hier rauf? Oh, danke schön. So. Feuer. Gut, das hätten wir jetzt erstmal. Ach, da darf ich nicht lang. Gut. Dann gehen wir hier weiter. Ich glaube, wir haben noch nicht mal die Mitte, aber ich kann das sein. So, wir werden noch sehr viel Level hier vor uns haben. Aber dieses blaue Geld sagt uns, gehen wir da lang. Oh, das führt uns zur Mitte. Das ist ja voll cool. Selbst die Mitte ist, also Midway Point ist jetzt voll versteckt gewesen. So fies sind wir schon geworden. Warte mal, seht ihr es da oben? Kaputt. Die Grafik ist voll kaputt. Schäm dich, Mr. Heckmann. Ach man. Ja, der Heck ist nicht perfekt, das muss man sagen. Auch vom Designtechnischen her, da hätte man am besten noch einen. Also gut, der hat das wahrscheinlich selber Test gespielt. Ich glaube, der Heck ist von 2009, wenn ich richtig geguckt habe. Vielleicht immer noch einen SSB-Rocker nehmen sollen und den mal rüber gucken lassen sollen. Der findet solche Sachen manchmal. Auch wenn nicht alles. Ach, okay, ich darf da lang. Frage ist nur, wo muss ich denn jetzt genau lang? Ist das der richtige Weg jetzt überhaupt gewesen? Ich meine, ich krieg das ja gar nicht mal gebacken. Warte mal. Okay, wir warten auf das Ding, das da rauskommt. Man kann es auch ohne schaffen, aber ich schaffe es nicht, das ist ein Unterschied. Okay. Ich meine, so ein Part hier geht, finde ich, viel eher fit als das von eben mit du musst auf einer Plattform bleiben. Ich glaube, das hat man jetzt ein bisschen oft hintereinander, deswegen. Power-Ups. Nö, gar nichts. Eigentlich wollte er mir nicht mal das Geld schenken, aber der musste. Ah, Dreck. Ich spring drauf trotzdem. Jetzt haben wir Plattformspaß. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Ah, das finde ich aber nicht so gut. Kommt genau wieder. So, gehen hier rauf. Warte mal, war da gerade im Versteck? Die Antwort lautet. Oh, wie weit falle ich denn? Ach, ich lande dann hier, anstatt zu sterben. Das ist ja auch gut. Ja, dann fängt man den Part wieder vorne an. Das wäre auch furchtbar, eigentlich nochmal zu spielen. Okay. Nein, 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 nein. Was war das denn? Man stirbt? Ihr wisst, dass der Heck. Nein, das meine ich jetzt ernst. Das ist nicht gut, weil. Wir können nicht weiterspielen. Der Heck endet hier so gesehen, ne? Der hat einen Fehler irgendwie eingebaut und ich weiß nicht, was genau mich dazu bringt. Ich versuche mal klein anzufangen. Mach mich mal klein, eins dieser Dinger. Vielleicht klappt das ja dann. Ich weiß es nicht. Wir haben gerade ein richtiges Problem hier. Dann darf ich. Okay, das ist aber sehr scheiße. Gut, der Heck ist nicht zu Ende. Aber das ist ein großer Fehler. Also ich habe mich gerade noch über ein paar Design-Schwierigkeiten ausgelassen. Aber sowas geht echt nicht. Das kann man nicht bringen. Jetzt geht mir auch noch die Zeit aus hier drin. Oh, fuck. Ah. Okay. So, ich versuche mich jetzt echt zu beeilen, weil ich will echt nicht das nochmal von vorne hier spielen. Ich weiß nicht, was man da schaffen muss, damit man instant tot ist, sobald man groß ist und in einen Raum reingeht. Das habe ich noch nie erlebt.
So, als ob das hier noch nicht zu Ende ist. Oh Mann. Wir haben keine Zeit, die Power-Ups zu nehmen. Wir müssen das jetzt wirklich... Okay, 5 Sekunden schaffe ich für den Boss. Boss ist ja auch nicht wirklich schwierig. So, er ist tot. Ja, das fand ich jetzt nicht so gut, ne? Gut, das Ding... Marke ist explodiert. Das ist das große Geheimnis. So, das führt uns in Twilight Highlands. Ah. Ich glaube, auch wenn ich das linke Level mache, komme ich auch direkt hier hin. Aber ich... Mach das... Ne, ich mach das jetzt. Komm, das machen wir jetzt. Ich muss hier nur irgendwie einen Weg rausfinden aus dieser komischen Welt. So, machen wir das Level. Glimmer Highlands. Ein scrollendes Level. Yay. Das ist auch immer eine gute Sache. Guck mal, wie ich gar nicht mal auf der Plattform draufstehe. So. Ach, hier darf ich durch. Das ist gut. Und der böse Fisch, der mir ein bisschen zu nahe kommt. Bleiben wir also immer schön hier. Oh, lass uns von dem Viech hier aufficken. Oh fuck, ich hätte da runter gemusst. Okay, das war jetzt doof. Das wusste man echt nicht vorher. Okay, jetzt muss ich mit dem Ding mich auseinandersetzen. Wenn jetzt das Wasser hochgeht, der Wasserpegel steigt. Oh man. Oh, dieser eine Fisch, ne? Der ist schlauer als ich. Es ist ein verdammter Fisch. Und er ist sogar zweimal schlauer als ich. Und er wird noch ein drittes Mal schlauer sein als ich. Ja. Ich bin gefangen in diesem Wasser. Ich kann ja hier lang gehen. Und dann tötet er mich trotzdem. Wow, ein einziger Fisch hat mich jetzt 20 Mal zu Fall gebracht. Wow, okay, ich mag das Level nicht. Das ist jetzt schon wieder so... Okay, wo muss ich hier runter? Hier noch nicht. Hier darf ich, okay. Aha, ich bin hier, du Trottel. Okay, ich denke mal, das Spiel schlägt mir vor, an den Ranken lang zu laufen. Oh. Schade. Fuck, jetzt habe ich es nicht geschafft. Egal. Das geht auch. Das ist sogar die einfache Variante. So, jetzt kann ich immer noch da dran. Also, wir haben nichts verpasst. Oh, jetzt muss ich mich schnell beeilen, damit da rauszukommen. Oh nein, jetzt habe ich es verkackt, ne? Nein, habe ich noch nicht. Noch gerettet. Wow, ein Pilz. Ich darf wieder mal einen Treffer einstecken, der jetzt genau kommt. Gut, es sind zwar zwei Fische gerade unterwegs, aber es ist gut, dass die sind irgendwie so ziemlich ineinander, wobei sich das auch gerade wieder ein bisschen, naja, erledigt hat. Boah. Okay, warte, kann ich ihn nicht eigentlich damit töten oder so? Probieren mal. Ah, wunderbar. Beide erledigt. Jetzt gibt es keine bösen Fische mehr in diesem komischen Level und das Level ist schon zu Ende. Hat also im Endeffekt keinen Unterschied gemacht und ich lande wirklich hier. Gut, dann machen wir hier auch weiter. Oha, was für eine coole Farbe. So, ach, wir laufen mit Plattformen rum. Okay. Also sowas hier. Soll ja nicht so einfach sein. So, hier aktivieren wir. Oh, fuck, schon reingeschissen. Ich hoffe, ich musste den... Ne, wenn ich ihn drücke, dann sterbe ich doch hier. Ne, sterbe ich nicht, weil es irgendwie... Okay, fahr mich nicht. Ich habe das nicht ganz verstanden jetzt. Ah, ich glaube, es geht schon in Ordnung. So, ich mache mich ja gerade noch so okay. So, und da sehen wir schon den Schlüssel. Ah, ich verstehe. Ich muss den mitnehmen. Gut, das mache ich dann einfach dann hinterher. Ich muss jetzt mal auch schon noch ein Schlüsselloch halten. Oh. Okay. Wobei, in diesem Hinweishaus wurde irgendwas gesagt von in der Nähe von Midway Point. Ich weiß nicht, ob das ein unsichtbares Ding dann ist oder so. Ah, fuck. Okay, hier muss man eigentlich mit Timing ran. Moment, nochmal zurück. Aber woher will man das Timing denn vorher haben? Na, so kann ich machen. Als ob ich jetzt diese Plattform nochmal erwischen muss. Ja, das wollen die von mir, wirklich. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, wie ich sowas machen soll. Das Level ist schon ein bisschen unmoralisch. Ich finde sogar, es grenzt ein bisschen an Kai, ist auch ehrlich gesagt. Das ist ein normaler Hack. Also, der Schwierigkeitsgrad, der hat sich sehr verändert. Das Schlüsselloch ist hier. Moment, wie geht's jetzt weiter? Ah, fuck. Okay.
Ist ja nett, wenn man ein Secret Exit finden soll, aber wär's mit den Leuten, die eigentlich das Level ganz normal durchspielen wollen? Haben die jetzt Pech gehabt, oder wie sieht das aus? Warte mal, wir haben 3 Sekunden, ja? 2, 1. Es fällt runter. Ach, jetzt ist auf einmal eine Plattform gewesen, oder was? Okay, Moment. Wir machen das jetzt nochmal. Jetzt ist sie wieder nicht da. Okay, Moment. Da war eben noch ein zweiter Block. So, und ich weiß nicht... Das ist wieder so ein Hackfehler. Das ist voll scheiße, Mann. Da ich jetzt das eine Ding schon aktiviert habe... Moment, wir müssen rewinden. Ich muss das irgendwie nochmal hinbekommen. Weil einmal ist jetzt eine Plattform da aufgetaucht. Jetzt ist sie wieder nicht da. Vielleicht, wenn ich so mache, ich habe keine Ahnung. Ne, die kommt nicht mehr wieder. Die war einmal da, ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Hier müsste eine Plattform eigentlich noch hinkommen, die mich darüber trägt. So, der Hack hat es mal wieder verkackt. Langsam gehen mir auch ein bisschen die Sympathiepunkte dafür aus, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ja, was machen wir denn jetzt? Eben habe ich es einmal getriggert, dass es da ist. Und ich weiß nicht wie. Ich habe gar nichts anders gemacht. Keine Ahnung. Ich stecke fest. Es ist nicht mal meine Schuld. Das ist schon scheiße. Ich meine, ich kann ja nicht von hier darüber springen. Seht ihr, da ist das Ding jetzt. So, wenn ich jetzt schaffe... Ich weiß nicht, ob man das schaffen kann. Ich glaube, eigentlich könnte man... Es ist richtig knapp. Aber dass man mich überhaupt wieder zwingt, sowas zu machen, ist schon richtig scheiße, finde ich. Ne, das kann man nicht schaffen, glaube ich. Also ich stecke jetzt auf dieser Plattform fest, also nein, muss ich rewinden. Jetzt ist sie wieder nicht da. Ah, das ist doch zum Kotzen, Mann. Was mache ich denn jetzt, Alter? Das Level geht hier wieder nicht weiter, ne? Warum baut man so eine Kacke hier ein? Ich muss jetzt eine Stunde echt hier dran sitzen, weil jemand anderes einen Fehler gemacht hat. So, jetzt ist die Plattform. Das ist ja auch ganz nett. Bringt mir gar nichts, leider. Die eigentlich auch verschwunden ist. Eigentlich noch eine Error-Dings. Falsche Plattform. Wo fange ich an, wenn ich jetzt... Hier fange ich an, ne? Naja, es ist viel zu weit, glaube ich. Ich probiere es einfach jetzt nochmal von Level Anfang. Dass man überhaupt mich sowas zwingt zu machen, ist echt scheiße von dem Spiel, ganz ehrlich. So, und hier wären wir wieder. So, gehen wir darüber. Sie ist diesmal da. Das ist gut. So, jetzt muss ich nur schaffen, hier rüberzukommen. Das ist mal so eine Sache für sich. Warte, okay, ich warte hier dann. Oh, du Scheiß, wie soll man das denn? Das ist jetzt schon wieder mein nächstes Problem. Boah, nein, ich muss wirklich im letzten Pixel abspringen und dann landen, okay. Da oben kann ich nicht hin. Ah, fuck. Ich muss in einem Schwung darüber. Oder was, kann ich jetzt so und dann einmal so und dann... Nein, lande ich schon auf der Plattform. Boah. Und das will man wieder als normalen Hack abstempeln hier. Das ist richtig Kaizo, Mann. Richtig überschwer und unmoralisch. Es erinnert mich sogar an ein Level aus Kaizo Mario World. Das hatte das gleiche Prinzip, die gleiche Musik drin. Es war ein Desaster. So, jetzt haben wir das Level normal gelöst. Landen schon in der Bowser Block Bridge Welt, keine Ahnung. Und das Level müssen wir jetzt einmal mit Secret Exit machen. Das machen wir beim nächsten Mal. Also ich bin heute, ne, sehr, sehr enttäuscht von dem Mac. Hat ganz schön Scheiße gebaut. Wollen wir mal sehen, was das beim nächsten Mal so mit sich bringt. Also, bis dann.